Ja, und bevor wir über die Richtung reden, die der Zug einschlägt, schauen wir uns erstmal genauer an, auf welchem Gleis er steht. Dazu ist mir jetzt live aus Berlin zugeschaltet der Sozialpsychologe und Transformationsforscher Harald Welzer. Guten Abend, Herr Welzer. Hallo, guten Abend. Herr Welzer, Sie begleiten uns schon seit vielen Jahren als Gesprächsgast in der Kulturzeit, haben jetzt gemeinsam mit Michel Friedmann das Buch zur Stunde geschrieben. In welcher Zeitenwende befinden wir uns denn? Naja, vieles ist ja angesprochen worden in diesem Beitrag, aber natürlich, wie Svenja Flasspöhler auch gesagt hat, hat diese Situation, in der wir uns befinden, viele Vorläufer. Also man kann ja vieles ergänzen und sagen, das europäische Projekt ist sehr problematisch in der, im Zustand im Moment. Wir haben die Migrationsthematik. Wir haben eine global gewachsene soziale Ungleichheit. Wir haben nicht nur Klimawandel, sondern wir haben auch Artensterben. Das heißt im Grunde genommen, die ganze Ordnung, in der wir uns ganz sicher gefühlt haben, ist etwas fragil geworden. Und ich würde ja die Pandemie, anders als Žižek, eher als etwas wie ein Brennglas empfinden, wo man vieles von dem, was bei uns problematisch ist, klarer sehen kann als unter Normalverhältnissen. Was genau kann man denn klarer sehen, wenn es um die Krisenhaftigkeit unserer modernen Zeit geht? Naja, wir konnten ja sehen, dass wir Probleme haben mit zu langen Lieferketten, mit zu punktuellen Abhängigkeiten von riesigen Entfernungen, die bestimmte Produkte oder Medikamente zurücklegen mussten, dass es nur einen Anbieter davon gab. Wir haben gesehen, dass wir sehr ungute Bewertungen haben von unterschiedlichen Tätigkeiten in der Gesellschaft. Wir haben gesehen, dass wir im Bildungsbereich eine extreme soziale Ungleichheit haben, wo jetzt Kinder aus benachteiligten Familien große Schwierigkeiten hatten, in der digitalen Bildung Unterstützung zu bekommen. All solche Faktoren, aber ich würde daraus den Schluss ziehen, ähnlich wie auch Frau Flasspöhler das im Beitrag gesagt hat, dass wir jetzt eigentlich gucken müssten, wie machen wir unsere Gesellschaft widerstandsfähiger, welche Maßnahmen, die vielleicht in den letzten 30 Jahren ungut ergriffen worden sind, müssen wir zurückfahren. Also Privatisierung, Deregulierung und so weiter hat sich an vielen Stellen nicht als Beitrag zur Widerständigkeit der Gesellschaft erwiesen. Sie haben es gerade schon angesprochen, die sozialen Ungleichheiten sind noch offensichtlicher geworden. Einerseits sagt man, das Virus macht alle Menschen gleich sozusagen, aber stimmt natürlich nur so halb. Immer wieder war aber trotzdem von Solidarität die Rede. Aber wie weit ist das Wir-Gefühl der Gesellschaft wirklich gestärkt? Naja, das kommt darauf an, worüber man spricht. Ich glaube, ein Wir-Gefühl einer Gesellschaft ist durch eine Krise dieser Art schwer dauerhaft zu stützen. Was man, glaube ich, hervorheben muss, ist für ein Land wie die Bundesrepublik eine ungeheuer große Kooperationsbereitschaft der Mehrheitsbevölkerung. Also was man ja immer an den Umfragen ablesen kann, Zustimmung zu den Regulierungen, Ablehnung von mehr Lockerungen und so weiter und so weiter. Und das ist was sehr Interessantes, weil man hat hier tatsächlich über Monate hinweg eine erstaunliche Kooperation zwischen den Regierungen und der Bevölkerung gehabt. Und das, wenn man es so pathetisch sagen will, vor dem Hintergrund einer Aufklärung, denn es ging hier um die Akzeptanz von wissenschaftlichem Wissen. Das Wir-Gefühl ist fragil, das haben Sie schon gesagt. Dennoch ist ja das Gefühl des Individualismus in seiner, ja, also erschüttert, kann man sagen, was ja eigentlich eine gewisse Grundlage unserer Gesellschaft war. Was macht das mit uns? Weil wir merken doch, dass wir von vielen Dingen abhängig sind und eben nicht ganz autonom. Ja, wir sind überhaupt nicht autonom. Auch das, ich würde ja die ganze Corona-Geschichte als eine Lerngeschichte versuchen zu lesen und zu beschreiben. Und natürlich sind wir nicht autonom. Dass Globalisierung übersetzt heißt Erhöhung wechselseitiger Abhängigkeiten, haben wir in dieser Krise ganz deutlich gesehen. Und diesen Blick muss man weiten für die Vor- und Nachteile von Globalisierung, die bislang vorher immer nur gefeiert wurde, genauso wie eben sozusagen solche Prinzipien, dass alles unfassbar billig sein muss und je billiger es ist, desto besser ist es. Wir sehen, Gesellschaften brauchen, um widerstandsfähig zu sein, andere Prioritäten. Und übrigens das Interessanteste, dass wir das erste Mal seit vielen Jahrzehnten eine Situation haben, wo die Wirtschaft nicht das Primat gehabt hat, sondern in dem Fall die Gesundheitspolitik. Und das ist etwas, woraus man für die Bewältigung des Klimawandels einiges lernen kann.
Herr Wesser, wir sprechen nachher weiter. Danke schon mal. Einen Versuch ist es durchaus wert, genau jetzt eine neue Welt, neue Denkmuster und alternative Gesellschaftsbilder zu entwickeln. Dafür sind Sie als Transformations- und Zukunftsforscher genau der Richtige, Herr Welser. Sie haben es eben schon angedeutet, aber wie würden Sie genau die Weichen neu stellen? Naja, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es so, dass wir die Überlebensfrage im 21. Jahrhundert vollkommen anders gestellt bekommen haben als in den vorangegangenen Jahrhunderten, weil im Grunde genommen auf Grundlage unserer Wirtschaftsweise wir solche Zerstörungen an Naturverhältnissen angerichtet haben, dass eigentlich jeder weiß und schon seit 50 Jahren, seit den Grenzen des Wachstums wissen kann, dass wir mit dieser Praxis nicht durchs 21. Jahrhundert kommen. Das meine ich aber gar nicht so alarmistisch, wie es klingt, sondern das ist die deutliche Aufforderung. Man hat, glaube ich, immer unterschiedliche Entwicklungsaufgaben. Im 20. Jahrhundert war die soziale Frage die bedeutende Frage und hat zu vielen guten und schlechten Lösungen geführt. Im 21. Jahrhundert haben wir die Frage eines anderen Naturverhältnisses und das muss man angehen. Das kann man jetzt nicht mehr weiter verschleppen. Und Dietmar Dart hat ganz recht, dass man in Science Fiction schauen kann oder in andere eher kulturelle, künstlerische Quellen, um auf Ideen zu kommen, wie kriegen wir eigentlich wieder konstruktive Zukunftsbilder hin, die genau dieses Zentralproblem angehen können. Diesen Appell, dass wir endlich radikal was ändern müssen, den haben Sie auch schon vor Corona angebracht, zu Recht sicherlich. Aber inwieweit kann Corona das jetzt wirklich vorantreiben, dass die Menschen kapieren, dass sich wirklich was ändern muss und dass wir nicht, nachdem es jetzt einen Lockdown gab, dann doch wieder alle ins Auto steigen und so weiter und so weiter. Da gibt es ja viele Beispiele. Na, die Frage ist immer, wer kapiert und wer ist am meisten betroffen? Und wir haben ja in dem anderen Beitrag schon gesehen, dass es eine Form von politischer Generation gibt, dass es Formen von Jugendrevolten gibt, mit denen wir vor wenigen Jahren nicht gerechnet haben. Und wir haben es jetzt mit einer Generation zu tun, Stichwort Fridays for Future, aber auch Demonstrierende bei den Black Lives Matter, insbesondere außerhalb der USA, sehr junge Leute, die eigentlich sagen, übersetzt sagen, das ist unser Jahrhundert und es muss etwas passieren, dass wir die Lebensgrundlagen in diesem Jahrhundert für uns auch noch haben. Die habt ihr uns zum Teil weggenommen und jetzt reklamieren wir das für uns und das ist eine politische, sagen wir mal, eine Frühphase dessen, dass eine Generation sagt, wir werden jetzt dafür eintreten, dass die Verhältnisse sich verändern. Wie realistisch ist denn eine Ökonomie des Lebens statt einer Ökonomie des Wachstums oder mit Star Trek zu sprechen, eine Welt, die sich dem Markt entzieht? Naja, das ist insofern realistisch, weil wenn Sie weiterhin, sagen wir mal noch die nächsten 10 Jahre, dem normalen Lauf der Dinge folgt, wird es ganz notwendig so kommen, dass man auf das Leben in einer eher unangenehmen Form zurückgeworfen wird, weil immer mehr Ressourcen verloren geht, immer mehr Zerstörung angerichtet wird. Das heißt, Leute ihre Überlebensgrundlagen entzogen bekommen, während an anderen Stellen der Welt Reichtum nach wie vor vorhanden ist oder sogar noch gewachsen ist. Das heißt, dass das Potenzial für Gewalt, da geht es ja immer drum, wenn es um Leben und Überleben und die Zuteilung von Lebenschancen geht, das Potenzial für Gewalt wird wachsen. Deshalb haben wir immer schon die Devise gehabt, wir müssen die Welt by Design verändern und nicht by Disaster, weil wir natürlich gute Chancen haben, konstruktive Transformationsprozesse vorzuentwerfen und politisch zu überzeugen versuchen, dass man sie auch übersetzt in wirkliches Leben. Wie ist es mit der Übermacht der Technik, die uns droht? Wie können wir die digitale Revolution wirklich für uns nutzen in Zukunft? Na, wir brauchen natürlich in einem Land, in einer Demokratie wie unserer, dringend einen gesellschaftspolitischen Diskurs über Digitalisierung. Nicht nur einen wirtschaftsgetriebenen, so nach dem Motto, wir stehen im Wettbewerb, wir sind zu langsam. Wir müssen endlich lernen, Digitalisierung als ein Werkzeug, als eine Technik zu begreifen, die an sich weder gut noch schlecht ist, sondern wo Gesellschaft über den Gebrauch bestimmt, den man von dieser Technologie macht. Also was trägt es zur Freiheit bei? Was trägt es zur Demokratie? Was trägt es zur Teilhabe bei? Solche Dinge, solche Diskurse müssen wir führen, um dann zu sagen, da und da und dafür brauchen wir die Digitalisierung und nicht den Behauptungen der Digitalwirtschaftsreklame ständig nachzuhecheln.
Ihre Prognose, werden sich Ihre Ideen realisieren? Werden wir in 10, in 20 Jahren in einer veränderten Welt, die Zeitenwende sich zu Herzen genommen hat, leben? Naja, ich hoffe sehr, und dafür haben wir alle Chancen, dass wir auch in 20 Jahren noch in einer freiheitlichen Demokratie leben. Und da, dem gilt eigentlich die Anstrengung. Wir wollen ja nicht Natur oder das Klima schützen, um das Klima an sich zu schützen, sondern um unsere Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb einer offenen Gesellschaft aufrechterhalten zu können. Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich, Harald Welzer. Glückwunsch zum 25. Vielen Dank, das lassen wir uns gerne sagen. Wir feiern auch noch. Gut.